Minions, kennt ihr eigentlich das Verfahren von Haber-Bosch? Das Haber-Bosch-Verfahren ist benannt nach Fritz Haber und Karl Bosch. Es ist ein großindustrielles chemisches Verfahren zur Synthese von Ammoniak. Ich erkläre euch heute Schritt 1. Schritt 1 findet bei ungefähr 800 Grad Celsius statt. Es ist eine endotherme Reaktion, also eine Rückreaktion. Dabei reagiert Methan, also Erdgas, CH4, und Wasserdampf mit einem Katalysator zu Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. Der Katalysator ist Nickeloxid-Aluminiumoxid und das ist ein Feststoff. Es ist also insgesamt ein heterogener Katalysator und damit eine heterogene Reaktion. Das Ziel von Schritt 1 ist die kostengünstige Gewinnung von Wasserstoff, einem Synthesegas, zur Synthese von Ammoniak. Der Katalysator spielt also eine große Rolle. Okay, Minions, das war's für heute. Okay, okay. Wie kann man die Reaktion begünstigen? Nein, ich erkläre das jetzt. In diesem geschlossenen System stellt sich ein chemisches Gleichgewicht ein, das stark temperatur- und druckabhängig ist. Hier liegt die Rückreaktion vor. Erhöht man nun also die Temperatur, wird die Rückreaktion begünstigt. Das Gleiche passiert bei niedrigem Druck. Der Wasserstoff entsteht hauptsächlich aus der Reaktion von Erdgas und Methan mit Wasser, wobei letztendlich Kohlenstoffdioxid, zunächst als Kohlenstoffmonoxid, Wasserdampf und Wasserstoff entstehen. Will man die Konzentration der Produkte erhöhen, in unserem Fall die des Wasserstoffs, muss man die Konzentration der Edukte erhöhen. Hier würde man mehr Wasser dazugeben, da es billiger ist. Und das Ziel des Haber-Bosch-Verfahrens ist es, möglichst billig zu sein. Habt ihr das alle verstanden? Ja! Dann klaut das Haber-Bosch-Verfahren.